Die nächsten Tage mache ich nicht mehr so, sondern so. Denn ich tausche meinen Tesla gegen den Audi e-tron 55 Sportsback Quattro. Der Audi e-tron 55 Sportback ist ein Coupé-SUV, also ein Lifestyle-Geländewagen mit einem Coupé-ähnlichen Heckabschluss. Das Auto ist voll elektrisch angetrieben mit zwei Elektromotoren, 408 PS Leistung, 664 Newtonmeter Drehmoment und einer Beschleunigung von 5,7 Sekunden von 0 auf 100. Mit dem 95 Kilowattstunden Akku sollen 414 Kilometer WLTP Reichweite drin sein. Ich habe das Auto für 14 Tage zur Verfügung und lasse dafür meinen Model 3 in der Garage. Den e-tron 55 Quattro hatte ich ja schon im März 2019 im Test. Das Video könnt ihr hier auf meinem Kanal sehen. In diesem Video geht es um den Alltag mit dem feuerroten Spielmobil und ich zeige euch, was mir da so aufgefallen ist. Als erstes geht's mal wieder an die Ladesäule. So, der Ladestecker steckt drin, der Transformator hier hinter mir fängt an zu pfeifen, das Ganze startet und wir schauen mal nach der Ladeleistung des Audi e-tron. Die Säule kann 140 Kilowatt liefern für dieses Fahrzeug, das steht hier dran und ich zeige es euch, wir sind bei 13% State of Charge und bekommen im Moment 111, 112 Kilowatt Leistung, Tendenz steigend. Aber ein bisschen mehr könnte, vielleicht ist der Akku noch ein bisschen kalt, wir werden es gleich sehen. Ja, hier hinter mir lädt der Audi e-tron Sportback nun an der Ladestation, der Trafo 5. Die Ladeleistung ist über 100. Im Moment ist erstmal alles gut. Er könnte mehr, aber an dieser Ladestation bin ich schon so häufig gescheitert, ehrlich gesagt. Ich war mit dem Porsche Taycan hier, das könnt ihr in dem Video vom Porsche Taycan sehen. Da hat die Ladestation auch nicht das gemacht, was sie soll. Beim Porsche Taycan hat sie damals 50 Kilowatt Leistung abgegeben, also echt lächerlich. Und nun denn. Aber auf meinem Weg bin ich jetzt hier vorbeigekommen. Es gibt hier um die Ecke noch drei andere, die stehen an Autobahnraststätten. Da ist es meistens zu laut zum Filmen und es laufen zu viele Menschen durchs Bild, deshalb habe ich die genommen. Während ich jetzt hier darauf warte, dass der Akku wieder auf 80% oder so aufgeladen ist und ich wieder los kann, nehme ich mir die Zeit, mit euch nochmal durchzugehen, was mein feuerrotes Spielmobil hier hinter mir so hat. Denn Audi hat mir freundlicherweise ein PDF dabei gelegt mit einer Auflistung, was dieser Wagen, wie dieses Auto ausgestattet ist, damit ihr das vergleichen könnt. Diese Liste ist noch mit 19% Mehrwertsteuer ausgestellt worden, also die Preise sind mit 19%, die ich hier ansage. Bis Jahresende sind es ja noch 16% Mehrwertsteuer. Von daher wird es ungefähr 2,5-3% günstiger sein. Das ist ein Audi e-tron Sportback S-Line 55 Quattro. Der Grundpreis für dieses Auto laut diesem PDF 86.100 Euro. Alter Schwede, schon eine Menge Holz, oder? 86.100 Euro Grundpreis. Die Farbe Catalunya Rot Metallic. Also für mich ist das eines der auffälligsten Autos, das ich je bei mir im Test hatte. Das Fahrzeug hat auch schon für diverse Aufmerksamkeit bei mir vor der Tür gesorgt. Deshalb habe ich es dann auch schon entsprechend woanders untergestellt. Es war mir doch etwas zu auffällig. Es ist nicht meine Farbe. Ein rotes Auto würde ich mir nicht bestellen. Schon gar nicht würde ich erwarten, dass man ein so wertiges, teures Auto in so einer Farbe bestellt. Da sind ja meistens immer dezentere Farben heute angesagt, gerade bei den hochpreisigen Fahrzeugen. Aber mutig. Eigentlich fehlt da nur noch eine rote Lampe oben drauf und dann könnte man den direkt bei der Feuerwehr verwenden. Also Catalunya Rot Metallic ist der Farbton, kostet 1000 Euro Aufpreis. Dann gibt es hier verschiedene Sachen, 4-Zonen-Klimaanlage, Ablagenpaket und so weiter und so fort. Das lasse ich mal weg, denn das ist eine ganze Liste und ob der nun ein Ablagenpaket hat oder nicht, ist glaube ich nicht ganz so interessant. Ich lese mal die interessanten Features vor. Akustikverglasung, Tür und Seitenscheiben. Das ist etwas, was ich jedem nur empfehlen kann. Wenn es das auf einer Preisliste gibt, würde ich es mit dazu bestellen. Ich hatte schon verschiedene Fahrzeuge, die das hatten. Der Porsche Taycan hatte das, der Mercedes EQC hatte so eine Akustikverglasung. Und bei Tesla hört man, dass in dem Model 3 Upgrade auch eine bessere Verglasung enthalten ist, die dann für mehr Geräuschdämmung sorgt. Elektroautos sind verdammt leise und das führt dazu, dass man natürlich richtig hineinhorcht und jedes Geräusch eigentlich bewusst wahrnimmt, was man sonst vielleicht überhören würde oder wo man sich gar nicht drüber aufregen würde. Insofern ist jede Form von Geräuschdämmung meiner Meinung nach doch deutlich empfehlenswert.
Aluminium-Gussräder, die sind im Preis inklusive. Das Fahrzeug hat ein Assistenzpaket Stadt und ein Assistenzpaket Tour. Da muss ich noch herausfinden, was es genau damit auf sich hat. Music Interface im Fond, Phonebox, Smartphone Interface, Virtual Cockpit Plus, Bang & Olufsen Stereoanlage. 770 Euro kostet die. Die ist ganz okay. Ich muss sagen, so richtig vom Sockel gerissen hat sie mich nicht. Ich habe mit meinem Sohn da drin einige Musikstücke verprobt. Er mit seinem Musikgeschmack, ich mit meinem. Ist okay. Ist alles gut. Bedientasten, Glasoptik, also was man hier alles bestellen kann. Bremssättel orange lackiert für 399,99 €. Ehrlich gesagt, auf die orangefarbenen Bremszettel könnte ich verzichten. Vor allen Dingen, weil beim roten Auto orangefarbene Bremszettel, das beißt sich richtig. Da weiß ich nicht. Dekoreinlagen, digitaler Rundfunkempfang, Einstiegs-LED, Head-Up-Display. Head-Up-Display ist etwas, was, ja, kann man nehmen. Ich habe jetzt in den letzten Fahrzeugen, die ich hatte, keins mehr gehabt. Wenn es denn eins hat, ist okay. Kostet 1.390 €. Ist ja sehr angenehm. Interieur S-Line, das ist die Innenausstattung, 2.650 €. Dafür ein sportlicheres Interieur. Komfortschlüssel, Kontur, Ambiente, Licht, da komme ich noch zu. Ladekabel liegt dabei. Lederausstattung, Leder Valcona, 950 €. Lenkradeinstellung, Matrix, LED-Scheinwerfer. 1.450 €. Also, das sind so Punkte, die mich bei Autos immer wieder ansprechen. Matrix-LED-Scheinwerfer, meine klare Empfehlung, wenn ihr so ein Fahrzeug bei Nacht fahrt, das ist schon irre, was diese LED-Scheinwerfer heute können. Gerade im Überlandverkehr könnt ihr mit Fernlicht fahren und das Fahrzeug blendet dann den Gegenverkehr, schneidet es so richtig aus dem Lichtkegel raus. Das ist ein deutlicher Sicherheitsgewinn mit diesen LED-Scheinwerfern oder Matrix-LED-Scheinwerfern. Kann ich nur empfehlen. Dann haben wir als nächstes Schalttafel, Oberseite und Interieurelemente in Leder. Dabei handelt es sich offensichtlich, wenn ich das mal ins Deutsche übersetzen darf, um einen Lederbezug eines Armaturenbretts, 1.050 €. Ich könnte ehrlich gesagt darauf verzichten. Seitenairbags hinten, okay, Servoschließung für die Türen, finde ich ganz toll. Dann braucht man die Tür nur anlehnen und der Wagen zieht sich von alleine zu. Sitzheizung, Sportsitze, Stoßfänger in Kontrastlackierung, virtuelle Außenspiegel und Umgebungskameras. Also Umgebungskameras heißt, dass er aus den vier Kameras ein Gesamtbild zusammenbauen kann und mir praktisch so eine Art Helikopterperspektive auf mein Auto gibt beim Einparken, ob ich irgendwo gegenfahre oder nicht. Da gehe ich noch mit. Virtuelle Außenspiegel. Komme ich in diesem Beitrag, glaube ich, noch mal gesondert zu, denn da müssen wir etwas länger drüber reden. 1.540 € Aufpreis. Insgesamt kostet dieses Testfahrzeug, so wie es da steht, mit 19% Mehrwertsteuer gerechnet, als Preisempfehlung des Herstellers 112.475 €. Schon eine Menge Holz, oder? So ausgestattet ist der e-tron in der Hamburger City natürlich ganz in seinem Revier. Einmal den neuen Wall runter zwischen den ganzen Edelboutiquen, im Audi e-tron kein Problem, da passt er richtig gut hin. Tagsüber noch ganz zurückhaltend, dreht der Audi nachts richtig auf. Die Audi-Entwickler haben den Wagen innen und außen mit einer LED-Beleuchtung richtig in Szene gesetzt. Mit den elektrischen Spiegeln leuchten innen 5 Displays und dazu die einstellbare Ambiente-Beleuchtung. Beleuchteter e-tron-Schriftzug, beleuchteter Fußraum, sogar die Gurtschlösser sind beleuchtet. Ist doch der Hammer, oder? Richtig klasse ist das LED-Matrix-Licht, das die Straße hell und breit ausleuchtet.
Ja, dann zeige ich euch mal ein paar Features, die mir in der Praxis in den letzten Tagen sehr gut gefallen haben. Das eine ist natürlich die Aufladebuchse an beiden Seiten. Über die Position einer Ladebuchse kann man sich vortrefflich streiten. Irgendwo ist sie immer falsch. Es kommt der Moment, wo es nervt. Da ist sie an der Ecke, wo halt die Ladesäule gerade nicht ist. Und man muss einmal ums Auto mit dem Ladekabel. Hier bei Audi haben sie es ganz geschickt gelöst. Es gibt eine Ladebuchse hier auf der Fahrerseite. Da ist sie mit so einem schönen Effekt, wie so ein Garagentor geht es hoch und runter. Und die ist auch CCS-tauglich. Das heißt, hier kann man entsprechend auf längeren Reisen dann auch aufladen. Und auf der Beifahrerseite gibt es ebenfalls eine Ladebuchse. Und dort kann man hier den Wagen zu Hause aufladen. Hier gibt es keinen CCS, aber Typ 2. So, und damit hast du eigentlich irgendwie immer, gerade im Destination Charging in der Hotelgarage oder ähnliches, hast du eigentlich immer einen guten Zugang zu einer Ladebuchse rechts oder links. Das gefällt mir persönlich gut. Ja, das hier ist ein Sportsback Quattro, also ein Fahrzeug mit so einem Coupé-Heck, ein SUV mit Coupé-Heck. Super interessante Fahrzeugklasse für einige Menschen. Für mich wäre es so ein bisschen widersinnig, von dem vielen Platz, den man sich gerade gekauft hat, noch wieder etwas abzuschneiden, der Optik wegen. Aber nun gut, was natürlich dann auch klar ist, ist der Kofferraum etwas über 600 Liter, ist hier Fassungsvermögen. Und wenn ich alles umklappe, dann sind es 1660 rund, die mir als Kofferraumvolumen hier zur Verfügung stehen. Das klingt ordentlich, aber man sieht es von der Seite. Sobald man etwas einlädt, ist hier relativ schnell Schluss. Also sehr hoch kann man nicht packen. Und das ist mir auch schon ein paar Mal jetzt hier aufgefallen, wenn ich Dinge transportiert habe, dass dieses schräge Heck doch, boah, ich sag mal, man muss sich darauf einstellen, man muss schon dann manchmal die Rücksitze umklappen, obwohl das eigentlich von der Grundfläche gar nicht nötig wäre. Aber wer schön sein will, muss leiden. Das ist eben so bei diesen Coupé-SUVs. Sonst muss man den normalen e-tron kaufen, also nicht Sportsback, sondern der mit dem normalen Heck. Das wäre dann auch als Familienvater eher meine Wahl. Vom Innenraum muss ich sagen, das ist alles fantastisch verarbeitet und auch sehr, sehr gut ausgestattet. Diese ganzen digitalen Cockpits sind etwas, woran man sich gewöhnen muss. Aber nach kurzer Eingewöhnungszeit bin ich relativ schnell dabei. Ein Vier-Speichen-Lenkrad habe ich auch relativ selten gesehen in letzter Zeit. Meistens sind es 3 Speichen oder 2 Speichen. Ich mag 4 Speichen eigentlich ganz gerne, aber es gibt sie so selten. Und insofern, ja, gute Sitzposition. Man sitzt ein bisschen höher als in anderen Audis und das haben die ganz gut kaschiert. Bei Mercedes ist das ja so, dass man hier dann so eine Kante geschaffen hat an der Tür. Bei dem Audi kannst du sehen, hier gibt es dann auch so einen Höhenunterschied, den man hier aber ganz gut kaschiert hat, etwas besser als bei dem Mercedes EQC, möchte ich meinen. Sicht nach hinten könnt ihr hier hinter mir sehen, bei so einem Coupé-Heck natürlich immer sehr eingeschränkt. Dafür gibt es Kameras, die mir hier ein Bild rundum machen, wenn ich einparke. Womit ich nicht ganz konform gehe, sind die elektrischen Außenspiegel, die Kamera-Außenspiegel. Ich mache den Wagen mal an, dann könnt ihr das sehen. Also so sieht das aus, wenn man hier rausguckt. Drehe mein Display mal um. Und das Erste, was man macht, wenn man als Fahrer fährt und man guckt raus, man hat sich noch nicht dran gewöhnt, man guckt ja dahin und da ist nichts. Das dauert eine Weile, bis man sich gewöhnt hat, dass man praktisch da unten hingucken muss. Das ist die erste Gewöhnung. Auf der rechten Seite geht es eigentlich, weil auf dieser Entfernung ist der Unterschied zwischen dem Spiegel und dem Display da unten ziemlich ähnlich. Dann habe ich das Problem mit der Schärfeeinstellung. Also ich sag mal, das macht selbst die Kamera hier. Wenn ich vorne aus dem Fenster gucke, dann fokussiere ich auf eine gewisse Entfernung. Und wenn ich dann hier runtergehe, muss ich mich auf eine andere Entfernung etwas umstellen. Da ist mir ein Spiegel da draußen lieber. Das ist nämlich dieselbe Entfernung. Und der letzte Punkt, ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Dieser Bildschirm ist zweidimensional. Das heißt, ich habe das ganz große Problem in der Praxis gehabt. Wenn ich einparken will, kann ich auf diesen Kameradisplays unheimlich schlecht erkennen, bin ich dran, bin ich nicht so dran, wie viel Platz ist da noch, komme ich da dran vorbei. Also ich habe bei diesem Bildschirm kein Gefühl. Ich habe auch auf der Autobahn, wenn ich fahre, kein Gefühl, wenn jemand von hinten kommt, ist der schnell, ist der langsam, ist er gleich da, ist da noch Zeit. Also mir fehlt dieses Dreidimensionale, wenn ich in diese Bildschirme gucke. Und deshalb wäre für mich diese Kamera-Rückspiegel-Geschichte etwas, was ich bei meinem Audi e-tron, wenn ich einen bestellen würde, nicht bestellen würde. Aber das
ist Geschmackssache. Es sieht unheimlich futuristisch aus. Es ist auch sehr viel Gesprächsstoff zu anderen, die sich dieses Fahrzeug angucken. Mensch, wie funktioniert das? Wie geht das? Sieht cool aus. In der Praxis möchte ich sagen, ich bräuchte es nicht. Jetzt zum Beispiel, jetzt möchte ich rückwärts ausparken und kann in diesem Spiegel nicht wirklich einschätzen, ob das Auto, was da hinter mir steht, wie weit es weg ist. Hier habe ich eine gewisse Übersicht von oben. Hier macht er mir aus 4 Kameras ein Bild. Da steht eine Mülltonne, an der muss ich vorbei. Und dann darf ich natürlich im Rückwärtsgang nicht hinten gegen den Wagen, der da steht. Und ganz ehrlich, ich finde das hier im Seitenspiegel kann man das überhaupt nicht einschätzen. Ich fahre mal los und ich kann hier wirklich kaum eine Entfernung einschätzen. Für mich könnte es jetzt auch so sein, dass der Wagen da gleich gegen tickt. Es ist keine Entfernung einschätzbar. Genauso auf der rechten Seite. Auch da kann ich ja gucken, ob ich an dem Auto vorbeikomme oder nicht. Und ganz ehrlich, auch das ist für mich nicht erkennbar. Also insofern, das ist das, was ich meinte mit räumlicher Wirkung von den Außenspiegeln, dass ich persönlich, ich hadere damit. Ich kann das nicht wirklich einschätzen in diesen Spiegeln. Und wie gesagt, deshalb für mich ist das nichts. Ich hätte gern lieber einen Spiegel draußen. Was ich mittlerweile gut gemacht finde hier bei Audi, ist die Navigation und die Hilfestellung, die ich bekomme, wenn ich eine größere Reise mache, wenn ich mich außerhalb des Radius der Reichweite bewege. Zu diesem Fahrzeug gehört eine Audi-Ladekarte. Das habe ich hier zur Verfügung gestellt bekommen, kann man als Kunde natürlich genauso bekommen. Und hier in der Navigation sind die Ladesäulen drin, die ich mit dieser Ladekarte entsprechend ansteuern kann. Und wir geben jetzt mal ein, zwei Beispiele ein. Ich zeige euch das mal, wie das funktioniert. Ich drehe mal die Kamera um für euch. So, hier haben wir das jetzt ganz gut im Blick. Die Navigation, ich suche etwas und jetzt kann ich hier schon einen Lader suchen in meiner Nähe beispielsweise. Sowohl Schnellladen wie auch nicht so Schnellladen wie auch Destination Charger. Das will ich aber nicht, sondern ich will ein Ziel eingeben. Hier unten auf dem Klimadisplay gibt man dann das Ziel ein, entweder von Hand, indem man jetzt schreibt, zum Beispiel ein K. Ja, oder ich gebe eben die Tastatur, weil mir das alles so ein bisschen zu lange dauert. Ich will nach Köln. So, jetzt seht ihr hier oben Köln. Ich will Köln Zentrum. Und dann sage ich Start. Und das geht auch eigentlich relativ schnell. So, zack, kommt die Meldung, dass die Batterieladung, das ist jetzt, könnt ihr hier sehen, ungefähr 50%, nicht ganz, nicht ausreicht. Und jetzt kann ich hier bestätigen und sagen, hilf mir bitte. Und jetzt plant mir der Audi eine Route. Das dauert einen kleinen Augenblick, zack, hat er schon die nächste Ladestation, eine ENBW-Ladestation. Und dann bin ich in Köln. So, mit 2 Ladestopps bin ich angesichts dieses Ladestands in Köln. Ich muss einmal in der Moordeicher Landstraße laden, in Stur und einmal in Witten. Und er sagt mir hier auch genau, wie lange, nämlich 30 Minuten und 11 Minuten. Und ich akzeptiere das und dann wird das in meine Routenplanung eingebaut. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Relativ einfach und relativ schnell. Hier kann ich mir das anzeigen lassen. Ich kann mir also anzeigen lassen, wie die Route läuft. Ich kann jetzt auch ein bisschen zoomen und dann sieht man anhand dieses Umkreises, wie weit ich mit meiner jetzigen Akkuladung noch kommen würde. Und man sieht da in Bremen, kurz vor Ende der Reichweite, da schickt er mich zu dieser Ladestation. Und dann hat er hier noch eine kurz vorher und dann bin ich in Köln. Was er gut macht, ist, dass er mich auch nur zur Ladestation schickt, die Geschwindigkeit, die Ladegeschwindigkeit von über 150 kW für dieses Auto ausreizen. Das war anfangs etwas nervig, weil die Navigationsplanung mich auch zu Ladesäulen schickten, die nur 50 kW machten, was mit einem 150 kW Auto keinen Sinn macht. Das ist mittlerweile also alles toll. Ich breche das mal ab und wir planen mal etwas Längeres. Ich suche mal eine Urlaubsfahrt und wir fahren mal nach Meran. Hoppla, ein zu viel. Meran in Südtirol, also für einen Hamburger schon eine halbe Weltreise. Nach Meran Zentrum. Start. Die Route wird berechnet. Jawohl. So, dasselbe Spiel. Ich muss wieder einen kleinen Augenblick warten, bis er schnallt, dass wir bitte da nicht ankommen werden. Zur angezeigten Route. Was bei der Route ein bisschen länger dauert. So, und soll er mir helfen? Jawohl, sagen wir. Und schon geht es los, er rechnet. Und es dauert zugegeben etwas länger als vielleicht im Tesla. Da ging das relativ fix. Hier braucht er doch eine Weile. Ich lasse das mal in Echtzeit für euch mitlaufen.
Da hat er den ersten Ladestopp, Leerter See, Ionity würde er dann gerne laden für 36 Minuten, dann in Nempitz. Anscheinend fahren wir also über die Magdeburger Leipziger Route. Dann sind wir in München und dann müsste er nochmal irgendwo laden. Mal gucken, Robert-Koch-Straße. Na, also hier kann man Leerter See, Nempitz, dann Richtung München. Und ich akzeptiere diese Route. Und auch dann kann ich mir hier gleich anzeigen lassen, wie sie läuft. Hier ist wieder meine, ja, ist ja gut. Hier ist wieder meine Route. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Also meine, ja, fahre ich. Hier ist wieder die Übersicht, wie weit ich denn komme. Und das kann ich jetzt entsprechend aufzoomen und kriege dann die Route eingeplant mit den Ladestopps Richtung Meran. Und ich finde, das ging eigentlich alles relativ schnell. Und das bringt mich auch nicht in Unsicherheit, dass ich jetzt in Urlaub fahre und nicht weiß, wie das funktioniert. Was mir auch nicht so ganz gut gefällt, immer noch nicht, ist vorne unter der Motorhaube. Motorhaube ist falsch, weil die Motoren sitzen ja auf den Achsen. Aber das ist eine ganz konventionelle Motorhaube, die man zunächst mal öffnen muss, indem man einsteigt und im Fußraum einen Hebel zieht. Es gibt leider auf dem Schlüssel auch keinen Button, keinen Knopf dafür. Und wenn man das dann aufmacht, dann muss man hier vorne noch so eine Entriegelung entriegeln. Das hier. Und dann kann man die Haube aufmachen. Das haben sie bis heute so beibehalten. Das war schon Kritik in meiner ersten Begegnung. Dann habe ich hier vorne ein Fach für die Ladekabel, also den sogenannten Frunk. Ja, okay, alles ein bisschen umständlich. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist dieses Ganze hier. Der Wagen ist so hübsch und sie geben sich beim Design so viel Mühe. Und dann ist hier ein Kabelwirrwarr, was mich so unter der Haube anguckt. Wenn ich mir hier nun jeden Tag mein Ladekabel rausholen soll, dann muss ich ehrlich sagen, hätte man über dieses bisschen auch noch eine ordentliche Abdeckung machen können, dass das wenigstens nett ausgesehen hätte. So finde ich das ein bisschen merkwürdig, hier vorne die Ladekabel abzudecken und dann diesen ganzen Bereich hier hinten komplett so offen zu lassen mit diesen ganzen Kabeln, die mich hier angucken und so Sachen, die ich als Kunde eigentlich nicht sehen will, schon gar nicht als Audi-Kunde, würde ich mal sagen. Der Audi e-tron 55 Sportback ist ein SUV und ja, ich kann das schon verstehen, was die Leute an diesen Autos finden. Du sitzt ein bisschen höher, du guckst ganz bequem so ein bisschen über die anderen rüber und fühlst dich dadurch sicherer, dass du so ein bisschen, ja, ich sag mal, solide eingepackt bist und das Gefühl hast, dass dir nicht so viel hier auf der Straße passieren kann. Die Frage ist, wenn jeder in so einem Auto sitzt, dann sitzen wir alle wieder gleich hoch, dann ist der Effekt wieder weg. Aber solange es wie hier vor uns eine ganze Kette von Autos gibt, die alle keine SUVs sind, kann ich ein bisschen über die rüber gucken. Ansonsten ist das schon eine ganze Menge Auto. Wenn man irgendwo durch kleinere Straßen damit fährt, dann merkt man schon, dass das eine gewisse Dominanz hat und eine gewisse Präsenz in der Straße. Da muss man aufpassen, dass man da durchkommt. Die Spiegel, wie gesagt, helfen einem so bedingt, muss ich ehrlich gestehen. Aber okay. Fahrkomfort ist außerhalb jeglicher Kritik. Das Fahrzeug hat ein Luftfahrwerk und liegt super auf der Straße. Der Komfort ist, wie ich finde, gut getroffen. Es ist schön straff, aber gleichzeitig komfortabel. Es ist keine Sänfte, sondern es ist schon ein aktives Fahrzeug. Man kann das hier noch ein bisschen einstellen. Ich kann mir verschiedene Einstellungen machen, verschiedene individuelle Einstellungen hier treffen in dem Display des Fahrzeuges. Ich glaube, das ist hier bei Drive Select. Dort kann ich es einstellen. Dort habe ich verschiedene Einstellungen, Auto, Efficiency und so weiter. Ich mache es nochmal. All-Road, Efficiency, Auto, Dynamic. Wenn ich auf Dynamik stelle, dann verstellt er auch die Luftfederung anders. Und auf Komfort ist es halt ein bisschen komfortabler. Jo, ansonsten vom Fahren her, von der Leistung her, gibt es hier zwei Stufen. Ich kann hier noch eine zweite Stufe einlegen. Da steht hier Boost auf meinem Display. Dann habe ich die volle Leistung zur Verfügung. Und ja, braucht man eigentlich gar nicht. Im Normalfall reicht die normale Stellung. Und das ist eigentlich genug. Das ist sowieso kein Auto zum Rasen, sondern eher zum entspannten Dahingleiten. Von den Verbrauchswerten habe ich immer mal wieder probiert, was so geht. Wenn man das Fahrzeug
ich sag mal, so bewegt, wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man so ein Auto kauft. Da muss ich ja nicht unbedingt nur mit 90 auf der rechten Spur rumschleichen. Dann liege ich, ich sag mal, Ende 20 Kilowattstunden, fast 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wenn ich auf der Autobahn ein bisschen mehr von dem Auto abverlange, liege ich deutlich drüber. Ich hatte hier auch schon Werte, die dann Richtung, wenn man Vollgas gibt, liegst du hier bei über 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Das ist aber bei anderen Autos auch so. Man muss aber in Rechnung stellen dafür, dass es ein SUV mit einer relativ großen Stirnfläche, trotz des flachen Hecks, ist die Stirnfläche nach vorne raus ja dieselbe. Und wir haben einen Kühlergrill und das Auto wiegt 2,5 Tonnen leer. Das muss man immer im Kopf haben. Ansonsten gibt es nichts auszusagen. Ergonomie passt. Das Auto fährt super entspannt und ich könnte jetzt hier so ewig weiterfahren mit dem Auto. Macht Spaß. Muss es immer Tesla sein? Nein, nicht unbedingt. Die 14 Tage mit dem Audi e-tron haben mir gezeigt, dass sich insbesondere bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur in den letzten Monaten viel getan hat. Der Alltag mit einem Elektroauto ist heute also kein Thema mehr. Was das Verhältnis zwischen Ladepunkten und Elektroautos angeht, haben wir heute noch paradiesische Zustände. Also schnell einsteigen in die Elektromobilität, bevor es voll werden könnte an der Ladesäule. Ja, nun habe ich den Audi schon etwas über eine Woche gefahren. Die großen Touren, die ich mir so vorgenommen hatte, sind im Moment aus den Gründen, die unserer Zeit hier geschuldet sind, nicht möglich gewesen. Insofern habe ich hier im städtischen Bereich das Fahrzeug bewegt und in rund um Hamburg. Ich bin mehrere hundert Kilometer damit gefahren. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei kurz unter 30, so bei 29,x auf der Autobahn, auch schon mal deutlich drüber. Das kann man dem Audi aber verzeihen, denn erstens, das ist eine gewisse Erscheinung, da kann man eben keine 15 Kilowattstunden erwarten. Und zum Zweiten hat er eine sehr gute Ladekurve, das heißt, er ist sehr komfortabel reisefähig, denn an der Ladestation muss man nicht lange hängen. Der zieht ziemlich gut durch und fällt nicht so ab wie viele andere Autos, die immer mit einer hohen Ladeleistung anfangen und dann runtergehen. Hier habe ich eigentlich immer zwischen 100 und 150 Kilowattstunden Ladeleistung stumpf durch bis an die 80% ran. Und insofern verzeiht man ihm diesen Verbrauch auch. Man kann ihn wahrscheinlich noch etwas sparsamer fahren, wenn man langsamer fährt, aber dann braucht man sich, glaube ich, so ein Auto nicht zu kaufen. Vom Fahrgefühl muss ich sagen, für mich sehr komfortabel, sehr angenehm zu fahren. Das Fahrzeug ist technisch gut ausgestattet. Die Navigation, Routenplanung, das funktioniert gut. Auch das Einbeziehen der Ladepunkte funktioniert auch gut. Da hat sich viel getan. Als ich zum ersten Mal so ein Audi gefahren habe, war das noch so ein bisschen fehlerbehaftet. Das ist alles weg. Der Wagen schickt mich sehr zuverlässig zu solchen Ladesäulen wie der hier hinter mir, die auch in der Lage sind, dann die Ladeleistung zu erbringen, die das Fahrzeug entgegennehmen kann. Also alles super, ja, gut organisiert, sodass ich mich mit dem Fahrzeug im Alltag bewegen kann. Habt ihr Anmerkungen zum Audi e-tron, dann schreibt mir hier unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Seid gespannt, was es ist. Es wird, wenn ich das richtig sehe, muss man mal gucken. Ich habe zwei Testwagen im Vorlauf. Eins ist, ja, ich sag mal, mindestens genauso groß, aber deutlich flacher. Und eins ist noch viel, viel kleiner, ist ganz klein und eventuell sogar auch als Cabrio zu bekommen. Werdet ihr sehen in den nächsten Wochen auf diesem Kanal 163 Grad. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Auf bald. Abo nicht vergessen. Daumen hoch für dieses Video. Und auf bald. Euer Oliver von 163 Grad.